herzlich willkommen zum M-Stories Female Business Festival. Jetzt zu wissen, dass da Mädchen aufwachsen, für die es ganz normal ist, da weiß ich, dass sich der ganze Schweiß und die ganzen Kämpfe, die man austragen muss, total gelohnt hat. Es kommen, glaube ich, auf so einer Gründerinreise so viel Scheiß auch bei uns zu und bei uns milliardenschwere Unternehmen, die uns abgemahnt haben. Ich wusste, das will ich machen und ab da war die Rakete an. Geld zu haben ist was Gutes, es bringt Unabhängigkeit und es gibt Stärke. Ja, ich habe auch hin und wieder mal Fehler gemacht und vielleicht auch hin und wieder mal was Doofes gesagt. Es muss eigentlich mehr sein, als nur Profit zu maximieren. Nicht so tun, als wäre es so einfach und das we can have it all, sondern... Du kannst noch mal richtig groß werden. Und jedes Mal danach habe ich das krasseste Glücksgefühl. Dieses Bild von Elternschaft ist immer noch viel zu Instagram-like und rosa-rot. Da muss man ein bisschen mehr Realität rein, weil es ist einfach auch ein knochenharter Job. Wie werden Frauen in der Gesellschaft eigentlich dargestellt? Wie werden die in den Medien dargestellt? Und dass das nicht so bleiben kann, weil es immer weiter diese Stereotype fortsetzt und Rollenbilder fortsetzt, die wir so heutzutage echt nicht mehr brauchen. Deine Mission ist es, Frauen zu unterstützen, egal in welcher Situation, du musst deinen Mut immer anpacken und handeln.